Ausloggen mich. Ja, jetzt, genau, jetzt, ich hab's jetzt, aber ja, das ist alles so eine Scheiße. Halt manchmal nochmal, hier kannst du nicht auf Kontext zugreifen und hier eine Arbeitsversion. Ja. Allein das finde ich einfach mal so Microsoft-Ding, das muss man halt auch mal erklären. Also das möchte ich mit erklären. Das sind drei Varianten, ne? Du hast den Bing Copilot Chat, du hast den Business Copilot Chat Chat und du hast den Chat in der Teams App. In den einzelnen Apps. Copilot ist ein gutes Tool. Microsoft Copilot ist eine gute Sache. Wir müssen nur einmal aufräumen und für diejenigen von euch, die eine Entscheidung treffen müssen, führen wir das jetzt ins Unternehmen ein oder nicht? Das ist euer Video. So, um einmal aufzuräumen und warum ich hier sitze und mich damit auseinandersetze, wir machen Tools seit über 15 Jahren und wir sind auch Partner von Microsoft und es ist alles in Ordnung, also keine Sorge. Und ich will euch einmal den Überblick geben, was ihr wissen müsst und welchen Hintergrund ihr haben müsst, um zu verstehen, was hier gerade passiert. Also, Microsoft Copilot, wieso haben die überhaupt dieses Tool und wieso rollen die das aus? Microsoft hat sich an OpenAI sehr früh beteiligt und dadurch hat Microsoft die Ressource von OpenAI genutzt und einen eigenen Chatbot, nämlich Copilot, aufgebaut. Und den gibt es, typisch für Microsoft, in drei Versionen. In einer Free-Version, den jeder nutzen kann. Das ist der Copilot Web Bing Browser. In einer Pro-Version, der bezahlt genutzt werden kann. Ein paar andere Features, aber auch für Privatpersonen. Und dann, Achtung für euch, Business, die Business-Varianten, die integriert sind in eure Apps mit denselben Verträgen, die ihr mit Microsoft schon habt. Das heißt, ganz einfach auszurollen. Und darüber sprechen wir, was der kann, was es ein Stück weit unterscheidet und wann ihr den braucht und wann vielleicht noch nicht. Also, ihr merkt schon, ich kritisiere ein Stück weit diese Kompliziertheit bei Microsoft, aber das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Microsoft hat immer schon drauf gesetzt, für jeden die richtige Variante zu bieten und du kannst jeweils dein Tool einsetzen, wie du es möchtest. Ganz gleich wie, ihr werdet im Unternehmen mit KI arbeiten. Copilot wird auch nicht das einzige Tool bleiben, es wird ein zentrales Tool bleiben und deswegen sollte jeder bei euch lernen, wie dieses Tool funktioniert, wie es sich aber auch von anderen Tools unterscheidet. Ansonsten habt ihr nämlich ein Problem, dass eure Leute anfangen, andere Tools zu verwenden. Vielleicht die Free-Version, vielleicht auch sogar die Free-Version von ChatGPT. Und das sind alles KI-Tools, auf denen dann trainiert wird, mit denen ihr wirklich ein Datenschutzproblem bekommt. Copilot for Business, das findet ihr in eurer Microsoft-App, wenn ihr reingeht auf copilot.microsoft.com und dann könnt ihr oben wechseln zwischen der privaten Version und der Arbeitsversion. Ihr seht dann einen Schalter, mit dem ihr hin und her switchen könnt. Und ihr solltet auch darauf achten. Und die unterscheiden sich so, dass wenn ihr anfangt zu chatten, ihr schon merkt, ihr könnt dann bei der Arbeitsversion den Kontext mit einbeziehen. Und das ist einer der zentralen Unterschiede, den firmenspezifischen Kontext. Diese Version bekommt ihr auch innerhalb der Microsoft Teams App und ich glaube, das ist hauptsächlich der Zugang, über die eure Leute, eure Teams oder auch eben in Konzernen die meisten das Ganze nutzen, weil es eben eine native App auf dem Rechner ist und es fühlt sich einfach schneller und besser an. Ihr könnt in jeder einzelnen App, also in Outlook, in PowerPoint, in Excel, jeweils einen Copilot starten, der auch wieder darauf zugreift. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil die meisten Mitarbeitenden, die nicht trainiert sind, dann immer denken, das ist immer derselbe Copilot und der muss doch alles für mich lösen können. Und das ist tatsächlich das Thema. Da arbeiten wir, muss man ganz ehrlich sein, ein bisschen gerade gegen die Microsoft-Werbung. Also wenn wir schulen, dann fragen alle immer, warum macht Copilot meine PowerPoint-Slides nicht einfach fertig für mich bis heute Mittag? Tatsächlich wird natürlich versprochen, Copilot macht diese ganzen lästigen Tätigkeiten fertig, aber darum geht es halt nicht, was die Produktivität betrifft. Ihr habt mit Copilot einen, wir sagen eher einen Sparringspartner, ein weiteres Crewmember, ein weiteres Teammitglied mit ganz vielen Fähigkeiten direkt auf Zugriff. Und das ist der Riesenvorteil, deswegen konzentriere ich mich drauf, wie ihr ein Sparring herstellen könnt. Also wichtig für euch zu wissen ist, welche Funktionen funktionieren schon wirklich gut, womit könnt ihr heute schon arbeiten? Das sind für mich drei ganz konkrete Sachen. Das erste ist, ihr könnt ganz wunderbar Dokumente oder auch E-Mails en bloc zusammenfassen lassen. Bei Dokumenten ist so, 5 Pager rein, ihr wollt einen One-Pager haben, wunderbar, gar kein Thema. Bei den Mails, auch da funktioniert es eigentlich schon ziemlich gut und es wird auch immer besser. Das zweite ist Meeting-Transkripte. Das heißt, ihr lasst ein Meeting komplett mitlaufen oder ihr nehmt nur einen Teil auf. Das hilft manchmal auch. Wir machen manchmal nur die letzten 10 oder 5 Minuten, wenn wir die Zusammenfassung machen. Dann hat man das Transkript und ihr könnt später zurück und sagen, Zusammenfassung fertig. Das beschleunigt schon enorm. Das ganze Thema asynchrone Meetings, there we go. Da könnt ihr dran arbeiten. Und ich habe diverse Sachen schon mal geteilt, was man machen kann, um das besser zu machen. Und der letzte Punkt, und der ist echt wichtig,
dass ihr euren Leuten vermittelt, es ist euer Sparringspartner. Ich habe das eben schon gesagt. Copilot ist quasi wie ein weiteres Teammitglied, mit dem ihr Feedback einholen könnt, mal einen ersten Draft rüberlesen könnt. Ich will eigentlich nur wissen, ob es irgendwas zu tun gibt oder was Kritisches. Bitte zieh es mir raus. Die Abfrage, ob in Präsenz, online oder hybrid, ist wichtig. Daher solltest du das vorher fragen, bevor wir an den Ablauf gehen, damit dann auch nur die passenden Methoden eruiert werden können. Das heißt, behandelt Copilot im Chat nicht wie Google und ihr wollt irgendwas finden oder Google ähnlich, sondern behandelt es wie ein, weiß ich nicht, Praktikanten mit Superskills, der neu ist oder die neu ist, wo ihr sagt, ich frage etwas Spezifisches und gebe ganz klar, wie man bei einem Prompter sagt, eine Aufgabe, sagt, was er nicht machen soll. Und das Sparring, das ist tatsächlich schon sehr, sehr gut. Das sind meine drei ganz konkreten Punkte, mit denen könnt ihr sehr, sehr gut arbeiten. Und dann fragt ihr euch bestimmt, kostet das Ganze und lohnt sich das überhaupt? Da ist tatsächlich so, dieses Lizenzmodell von Microsoft hat Gott sei Dank seit Anfang des Jahres, seit Januar, davon abgesehen, dass man mindestens 300 Seats kaufen muss. Das ist jetzt offen, das heißt, ihr könnt jetzt ab einer Person das Ganze machen. Das Ganze kostet euch 30 Euro im Monat. Wenn jemand Copilot beherrscht und das kann, dann lohnt sich das x-fach. Das ist dann überhaupt gar kein Thema. Wenn ihr das einfach nur hinschmeißt und sagt, bitteschön, mach mal Copilot, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn diese 30 Euro einfach verpuffen. Und das ist dann in Summe ganz schön teuer und ganz schön viel Geld, wenn ihr es nicht verpufft. Das heißt, Tipp, nehmt eine kleine Gruppe an Leuten, mit denen fangt ihr an. 5, 6, 7 Leute, eure Botschafter, eure internen Scouts, so bauen wir auch unsere Programme auf. Und die helfen dann, die anderen zu schulen. Das Ganze macht ihr mit einem Kickoff, nehmt die Leute mit, macht es ein bisschen emotional, zeigt ihnen die wichtigsten Hacks und dann lasst ihr sie laufen. Und das macht ihr 1, 2, 3 Mal hintereinander. Das geht nicht mit einem Tag auf den nächsten. Das dauert ein bisschen. Dann kriegt ihr auch dieses Thema KI-Kultur nach und nach ins Unternehmen. So, wenn ihr sagt, Exploding Head Emoji, das ist mir alles zu viel, ich will es nicht selber machen. Es steht euch frei. Ich habe jetzt hier geteilt, was wir darüber wissen. Ich habe aber ein Team, die sind halt noch tiefer drin. Das waren auch die, die ich jetzt anfangs gefragt habe, nochmal zu den Details. Die machen das jeden Tag. Denn bei generativer KI gibt es eine Herausforderung. Es ist für das Individuum, also für mich, für euch, für uns Einzelne super einfach, sehr schnell produktiv zu werden. Wenn ich aber über das gesamte Unternehmen einen Effekt haben will, dann ist es tatsächlich herausfordernd. Dann muss ich das Ganze auch synchronisieren, die richtigen Use Cases haben. Und dabei können wir euch definitiv helfen und dann auch das Programm zum Ausrollen eines Copilots und auch weiterer Tools, die ihr brauchen werdet, gerne begleiten. Eine Sache noch. Ich wäre nicht Christoph Magnusson, wenn ich nicht auch einen Ausblick geben würde, wie die Zukunft aussieht. Microsoft arbeitet, wie fast alle Unternehmen, im Hintergrund daran, dass die verschiedenen Apps wie Agents miteinander kommunizieren. Das heißt, ihr könnt jetzt schon auch eigene GPTs heißen, die aufbauen, die bestimmte Dinge tun. Und dann könnte zum Beispiel Outlook einen Auftrag bekommen und Outlook könnte den Auftrag an PowerPoint weitergeben, warum auch immer, und an Excel und miteinander sprechen. Das nennt man Agent. Workflows, Agentic Workflows, und die teilen das dann auf. Dass das jetzt heute noch nicht so super funktioniert, ist völlig klar, aber die Idee ist echt spannend und ich bin gespannt, ob Microsoft oder Google oder Apple oder wer auch immer das zuerst schafft, alle sind da dran und versuchen das und das ist ziemlich heißer Scheiß und dann reden wir wirklich von The Future of Work.